Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, dass sich die liebe Susanne Loray Zeit für mich genommen hat, für uns. Und wir wollen uns heute ja auch über ein Thema austauschen, was uns auch sehr am Herzen liegt. Beziehungsweise, du sagst das auch immer in deinen Videos, liebe Susanne. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, du hast eine Webseite, du bist auch auf Telegram, auf Facebook. Das werde ich auch alles wieder unten verlinken. Deine Kontaktdaten, wo man dich findet, vor allem deinen YouTube-Kanal. Jeden Sonntag gibt es sehr bereichernde Videos, wo du so immer am Puls der Zeit bist und ja, den Menschen auch gute Unterstützung gibst, im Innen wie auch im Außen. Also wirklich sehr wertvoll für mich, liebe Susanne, und freue mich tatsächlich immer, dass wir regelmäßig Videos machen. Und was ich verfolge ja auch immer, gerade auf Telegram, deine Beiträge und lese mir auch immer die ganzen Kommentare durch. Und da hast du aber viel zu tun, das sind ja oft hunderte von... Ja, ich finde das so interessant, welche Impulse da auch immer noch dazukommen. So, und fühl mich da auch immer ganz wohl bei dir im Chat. Und du sprichst, also deine Themen sind ja auch, vor allem, wir hatten ja auch dazu schon einiges gemacht, so hochsensible Menschen und toxische Strukturen, ne? Dann im Kleinen wie im Großen, das finde ich bei dir auch so schön, dass du auch immer mal so, sag ich mal, kleine Winks gibst, das auch im Großen zu betrachten. Ne? Also da bist du für mich aktuell mit die das so für mich, mit der ich total resoniere, so am authentischsten, auch mit einem gewissen Hintergrundwissen, ne? In der Tiefe. Man spürt bei dir so eine gewisse Tiefe. Und was man bei dir auch immer mal so in den Chats lesen kann, dass einige dann schreiben, naja, wir sind ja hier auf der Erde, um Erfahrung zu machen, unsere Seele, und unsere Seele hat sich die Erfahrung ausgesucht. Und das sind immer so Sätze, wo wir da immer ein bisschen ins Straucheln kommen und sagen, naja, aber wenn man sich mal wirklich global, im Kleinen oder wie im Großen, kann man global schauen, wenn man sich mal die Situation anschaut, was mit Menschen gemacht wird, ne, wo hört denn wirklich die Erfahrung auf, die eine Seele wirklich machen kann, und wo geht es los, dass damit alles gerechtfertigt wird? Wirklich, wenn man ja wirklich mal Missbrauch, Folter, wirklich Kriege, das ja, da komme ich dann mal, ich habe da noch so eine spezielle Frage dazu, aber da würde ich gleich mal an dich abgeben, wenn du jetzt mir so zugehört hast. Fangen wir mal an bei dieser ersten Frage. Was war so, also, jetzt diesen Kommentar gelesen, das hast du dir ja rausgesucht. So. Also ist ja impliziert auch so irgendwo die jammer nicht rum. Ist ja selber dein Problem, wenn du jetzt diese Aufgabe übernimmst, dann brauchst du jetzt auch nicht drum jammern, wenn dir irgendwas nicht behagt oder es fällt dir schwer. Ja, oder? Ist das wie so eine Schuldzuweisung? Also ich sage ganz ehrlich, aber da wäre ich wahrscheinlich mit manchen jetzt wieder ein bisschen ins Gehege kommen. Ich glaube nicht an diese Wahl, dass du etwas übernimmst, weil du das willst. Ich würde es eher an einem Bild festmachen. Jeder von uns hat ja eine bestimmte Affinität, ein bestimmtes Potenzial, eine bestimmte Fähigkeit, eine bestimmte Neigung oder ist, falls es stimmt, mit mehreren Leben vielleicht auch Experte für irgendwas. Und wenn ich jetzt der liebe Gott wäre, ja, und müsste jetzt meine ganzen Gartenzwerge dann nach unten auf die Erde schicken, dann würde ich doch denen bestimmte Aufgaben zuteilen, ja. Also ich würde gucken, wer hat das größte Potenzial oder auch die Fähigkeit, auch bestimmte Dinge zu tragen. Da geht es ja auch schon mal drum. Ich glaube nicht, dass alle gleich stark sind. Ja? Dass ich sage, okay, ich teile dir das zu, probiere dich da drin aus, mach das und das. Und wir gehen in einem Akt eines Urvertrauens an das große Ganze, also dass diese Weisheit weiß, was sie tut, werden wir eins mit diesem, weiß nicht, circa, ob man es Auftrag nennen soll, oder mit diesem Ruf, da unten was zu tun. Also ich würde es fast an so, weißt du, wie so einem Dorf festmachen. Wenn jetzt unsere Erde wie so ein System ist, wie ein kleines Dorf, dann würde ja der Holzfäller erst dann anschreiten, wenn man Brennholz braucht. Und der Landwirt würde dann in Aktion treten, wenn wir Getreide anbauen wollen. Und der Sanitäter kommt dann in Gang, wenn ein Unfall hier im Dorf passiert, ne? Oder Feuerwehr oder was auch immer. Das heißt, wir haben bestimmte Aufgabenbereiche. Wir kommen zwar aus der Urzelle, wenn du so willst, aber kriegen dann bestimmte Aufgabengebiete zugeteilt. Weißt du, so wie, du weißt ja zum Beispiel auch der menschliche Körper, wir kommen ja eigentlich aus der Stammzelle.
Wir waren ja ursprünglich mal in dem großen Ganzen eine Ursprungszelle, die sich dann durch einen bestimmten Impuls, man weiß ja bis heute noch nicht ganz so, was da die Zelle ruft, entweder in eine Nierenzelle, in eine Darmzottenzelle oder in sonst eine Zelle entwickelt. Und wenn jetzt die Theorie stimmt, ja, das haben wir uns ja rausgesucht. Ich glaube, keiner, dass jetzt hier jemand hier schreien würde, Darmzottenzelle zu spielen. Oder Bobbes oder Afterzelle, ja? Da würde jeder schreien, nee, ich will Hirn werden oder Herzzelle oder sowas, ja? Und da glaube ich, dass es ein großes Ganzes gibt, was jedem einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit zuordnet. Die aber nicht aus uns, weil, wie gesagt, die Wahl würde dann für viele anders treffen, weil sie sich das Beste raussuchen würden wahrscheinlich. Weißt du ein bisschen, wie ich meine? Und dieses große Ganze, das spielt ja zusammen. Und da gibt es eben verschiedene Kategorien. Und was ich auch glaube, dass die jetzt zum Beispiel, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber die Macht in diesem Leben kriegen oder erfolgreich sind oder ein gutes Ass gezogen haben in dieser Verteilung, dass das wiederum auch ein Test ist. Ja, jetzt nehmen wir mal an, jemand ist von Beruf Hirnzelle geworden. Ja, dann ist da wieder, tut sich ein Test auf, was tust du mit deiner Macht, die du hast? Weißt du, auf was ich raus will? Weil du hast bestimmt schon gemerkt, Leute, die bestimmte Funktionen haben, die jetzt zum Beispiel in eine Machtfunktion kommen oder in einen erfolgreichen Trip oder so, Macht kann ja auch sehr zerstörerisch sein. Das kann ja dazu führen, dass du dann dich positionierst in eine Richtung rein, die hochdestruktiv ist. Und was wir ja hier gerade haben, ist auch ein Scheiden des Echten, des Wahrhaftigen, des Guten in Anführungsstrichen, von dem, was sich in dieser Prüfung oder in diesem Test abspaltet in eine Negativausrichtung. Also ich glaube, dass es ein ganzes, eine Orchestrierung ist im Großen und Ganzen, die da gerade passiert und nicht aus uns selbst rauskommt. Und es ist auch die Frage, wo grenzt man das Ganze ab? Ich meine, klar, man macht ja sein ganzes Leben lang Erfahrung, aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, oder ich finde es auch immer interessant, ja, wo kommt denn das her? Die Seele hat sich das so ausgesucht, alle Erfahrungen, ne? Wer speist denn diesen Gedanken? Irgendwelche Super. spirituellen Coaches, irgendwelche Heiler? Und wenn ich dann frage, wenn ich mich dann mal mit Leuten austausche, gesagt, na, spürst du das? Oder woher weißt du das? Du sagst das immer. Ist das Ja. deine eigene Erfahrung? Nee, ich war auf dem Seminar und der sagt das doch immer. Also Stimmt. es werden so, finde ich, in der spirituellen Szene ganz, ganz viele Dinge einfach übernommen. Es wird von gewissen Menschen immer wiederholt, wiederholt. Und ganz viele Me Menschen habe ich so den Eindruck, mit dem ich mich dann auch mal, wo ich dann mal nachfrage, die wiederholen das einfach nur, die spüren das gar nicht. Das Ja, geht ja. über, das ist halt die Wahrheit. Die Seele hat sich Es ist das. aber auch eine Art Fahrstuhl-Silke. Die erhöhen sich ja, die gehen in eine Hybris. Wenn ich dir sagen würde, naja, Silke, das hast du dir aber selber rausgesucht, wenn dir das jetzt passiert, dann gehe ich in die Hybris, ich bin erleuchtet, ich bin die Große, ich beurteile dich, ja, und sag dir, du hast Schuld. Ne? Es ist ja auch ein Machtinstrument. Und ich glaube, genau die, die im Defizit sind, sie überspielen ja vieles über diesen künstlichen Fahrstuhl, indem ich sage, ja, du guck dich an, wenn es dir nicht gut geht, die Rolle hast du dir selber zugewiesen. Weil weißt du, was ich dann für einen Benefit habe dadurch? Ich muss nicht ins Mitgefühl gehen. Ich muss keine Empathie mit dir haben, ich muss kein Mitleid oder keine Fürsorge für dich treffen, weil es ist ja deine Schuld, es ist ja deine Rolle. Ja, kann ich doch Ja, nichts so dafür. ausgesucht. Ja. Ja. Ich finde es ja auch, ich habe mich ja lange, lange so mit der Evolution des Menschen beschäftigt, also der Mainstream-Version. Das hat mit mir, ich war 10. Da habe ich ein Buch gelesen über Ausgrabungen in Ostafrika und das hat mich sofort gefesselt. Also habe ich dann immer auf die Suche gemacht, wo kommen wir her? Wie sind wir entstanden? Bin natürlich dann irgendwann auch von der Mainstream-Fassung, von der Theorie abgekommen, weil ich dachte, nee, das hat sich für mich dann nicht mehr stimmig angefühlt. So, als ich dann auch viele andere Dinge hinterfragt habe und es ist bis heute nicht klar, woher wir wirklich kommen, wie wir wirklich entstanden sind. So richtig. Also als, dass man es wirklich so greifen kann und deswegen auch mit der Seele, ne? Es gibt ja verschiedenste Theorien oder Behauptungen oder
Definitionen, das ist ja auch eine große Verwirrung draußen. Ne? Deswegen, wenn man so gewisse Dinge sagt, man kann sagen, ja, ich glaube das und das oder ich halte das für wahrscheinlicher, aber es wird ja draußen immer gesagt, na, das ist so. Das und das ist so. Das ist die Wahrheit. Und damit habe ich immer so meine Probleme. Ne? Was ist denn wirklich die Wahrheit? Und du bringst ja auch viele dadurch ins Hadern. Guck mal, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gerade geredet, dass man oft solche Intuition oder Gefühle hat, wo man einfach definitiv weiß, dass es die Wahrheit ist. Aber du kannst es nicht belegen. Es gibt keine Beweise. Es gibt kein, also es ist alles für uns ein bisschen schwammig. Wir wissen bloß, es ist so. Ja? So, wenn jetzt aber von außen einer auf dich ein, dich beeinflusst und sagt, doch, das ist anders und der Mond ist viereckig und er ist viereckig und er ist viereckig, dann hast du ja sicherlich auch schon gemerkt, dann kommt man doch auch ins Zweifel und sagt, na, vielleicht ist es doch nicht stimmig, deine Wahrnehmung jetzt. Vielleicht, also wenn so viele Leute sagen da draußen oder der 10-mal hintereinander sagt, ja, vielleicht ist ja dann doch was dran, ne? Und dadurch entsteht natürlich eine Riesenirritation. Guck dir doch die Menschen an da draußen, das ist ja doch eine einzige Irritation. Und wir haben jetzt momentan, ich möchte ja keine Namen nennen, ich möchte keine Leute da draußen schlecht machen, aber das ist ja wie ein Geschwür, diese Pseudospiritualität, die sich gerade entwickelt und den Leuten irgendwelche Doktrinen oder Dogmen hier einflößen will, was sie angeblich da wissen oder ahnen oder keine Ahnung, und wollen diese Menschen, die da eh in der Irritation sind, natürlich diffundieren mit diesen Botschaften. Also ich möchte schon auch differenzieren. Ich bin nicht prinzipiell gegen die, ich glaube auch, dass ich hochspirituell bin und ich kann, glaube ich, auch medial arbeiten. Aber man muss ganz stark trennen von einem Blähbauch der Spiritualität, der eigentlich heiße Luft ist, aber die Dominanz über andere erringen will. Oder parasitär fast besetzt, also es ist ja fast eine Besetzung. Ja. Ja. In den anderen reinkriechen und die eine Denke zu deren Denke machen. Aber meistens im Sinne von Unterwerfung, Silke, ja, weil der Blähbauch will sich ja über den anderen stellen. Das Michelin-Männchen will sich ja vergrößern. Und das, was indoktriniert wird, ist ja immer dann diese Warte, du bist der Kleine, du bist der Unerleuchtete, du bist der, der Schatten hat, du bist der, der noch an sich arbeiten muss, weil du bist noch lange nicht da, wo ich als dein Meister stehe. Ja? Hast ja immer dieses Gefälle runter. Ja, genau. Ich würde noch sagen, dass ich schon seit ein paar Jahren oder ja, seit einiger Zeit so die spirituelle Szene, ich glaube, ich habe das auch schon in Interviews erwähnt, so ein bisschen immer mal ein bisschen verfolge, aber ich resoniere nie damit. Und ich habe immer lange gedacht, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst mich noch entwickeln, mehr Bewusstsein dafür bekommen, aber ich merke, dass das nicht mein Weg ist. So, ne? Für mich ist wichtig, habe ich auch schon mal gesagt, Erdung und Anbindung nach oben. Und da soll sich auch keiner dazwischen schalten, weil ich denke, dass wir auch ganz viel selbst spüren und wahrnehmen können. Und diese Anbindung nach oben und die Erdung nach unten, das ist eigentlich das Wichtigste. Und vielen Menschen gelingt das nicht mehr. Warum auch immer, durch Traumatisierungen. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, das ist aber nur meine eigene persönliche Erfahrung, eine bestimmte Ernährungsweise hat mich immer gedeckelt, hat mich an das Anbinden gehindert. Als ich mich dann mehr mit Ernährung und Entgiftung beschäftigt habe und Fasten, und dann habe ich gemerkt, wow, ich verändere mich. Ich bekomme mehr Zugang zu mir selbst. Aber das ist nur meine persönliche Erfahrung. Es gibt auch Menschen, die haben mit der Art Ernährung, die ich praktiziere, nichts am Hut und sind aber trotzdem total verbunden. Ne? Ich kann immer nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und ich denke auch, dass ich schon ein sehr empathischer, mitfühlender Mensch bin, auch mit feineren Antennen. Aber ich merke, wenn ich mir gewisse Dinge anschaue im Außen, um mehr zu verstehen, dann kann ich mein Herz schließen oder meine Gefühle und schaue mir die Dinge sachlich nüchtern an. So. Und das, denke ich, ist in der heutigen Zeit auch wichtig, um sich nicht lenken zu lassen, um sich nicht emotionalisieren zu lassen. Viele Menschen werden auch emotionalisiert und dadurch auch in eine gewisse Richtung gelenkt. Ne? So sieht man den letzten Jahren. Da sagst du eh was Wichtiges gerade, Silke, weil diese Emotionalisierung, also die Phase, in die wir jetzt eintreten, das kann man wirklich live dann draußen auch beobachten, hier wird fast nur noch mit emotionalen Bildern gearbeitet, emotionale Texte, emotionale, pathetische Musik, also wo die Menschen genau über diese Gefühle, ja, geführt werden.
Ah, sie kommen in Wallung, sie sagen, oh, hier ist Gemeinschaft, oh, wie toll, ist alles so harmonisch, aber es ist synthetisch. Also diese tiefe, diese Seligkeit, diese göttliche Angebundenheit, sie wird synthetisch, also sie wird kopiert, nachempfunden als Kunstwelt, die den Menschen einspielt, guck doch hier rüber, komm doch zu uns, hier hast du die Seligkeit und alles, was du dir an Gefühlen oder Sehnsüchten erträumt hast. Und das wird gefährlich, weil, weißt du, früher war es so, da konntest du diese ganzen Kunstgriffe von Manipulation, wenn du ein bisschen aufgeklärt warst, konntest du einfach entdecken, wenn du ein bisschen übst und ein bisschen genau hinschaust. Und das, was jetzt aber passiert, ist, dass das so synthetisch nachempfunden wird, ja? Ich habe es dir ja vorhin im Vorgespräch auch gesagt, man könnte jetzt eine Minisequenz von uns aufnehmen. Man könnte die, also vom Tonfall, von der Mimik, von unserer Textart, die Inhalte, du kannst es eins zu eins über diese AI, diese künstliche Intelligenz, kannst du das nachgestalten. Also du kannst jeden Text da draußen generieren und jeder sagt, ach, das war ein Gedicht oder das war ein Text von der Silke oder von der Susanne. Und genauso, das wissen wir ja auch aus der Alternativszene, da gibt es ja genug Videos auch, wo die dann Menschen benutzen und spielen eine andere Version drauf. Also die Mimik, also das Verhalten, alles wird von den Menschen wie eine Projektionsfläche benutzt, um jemand Fremden drauf zu spielen. Die Texte, die Mimik, also, ne, weißt du ja. Und das wird jetzt, und da wird es insofern gefährlich, weil du kognitiv oder über Beobachtung das nicht mehr unterscheiden kannst. Also es ist jetzt die telepathische oder diese tieffühlige, dieses Attribut des Hochsensiblen gefragt, da drauf zu gehen, da drauf zu scannen und zu fühlen, ist dieses Gemälde echt oder ist es nicht echt? Ja? Ist es echt Gold, ist es Blech mit ein bisschen Goldlack außenrum? Und da trennen sich jetzt auch die Menschen, weil jemand, der nicht fühlig ist, der diese hohe Fähigkeit der Wahrnehmung nicht hat, diese Brille, da gibt es auch diesen Film Die Anderen oder wie das heißt, wo doch einer dann die Brille aufhat und erkennt die Zombies da draußen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Welcher war das? Das heißt, glaube ich, Die Anderen heißt der Film. Ich glaube, doch, das habe ich schon. Kannst du mal googeln. Also der hat dann so eine Spezialbrille und kann dann unterscheiden, wer sind die Echten und wer sind die Zombies. Und das ist, glaube ich, das, was auf uns jetzt auch zukommt, das Echte vom Unechten zu unterscheiden. Aber nicht mehr über die materiellen oder über die körperlichen Sinne wie bisher, sondern über die Fähigkeit einer Urwahrnehmung, einer telepathischen. Ich habe da auch keine Worte für das, aber du weißt ein bisschen, was ich meine, Ich denke auch, dass wir Menschen zu viel mehr fähig sind, als was die Masse sich vorstellen kann oder selbst, also auch diese, ich habe auch mal gedacht, ich denke, dass wir Menschen so von unserem Ursprung her auch so feinfühlig sind, alle, dass wir eigentlich Lügen, Manipulation, wenn uns jemand nicht wohlgesonnen ist, erkennen ne? könnten. Mhm. Also, Lüge, Katz. aber nicht jetzt, nee, aber wenn ich meine aber nicht, wenn wir frei von Traumatisierung werden, von Giftstoffen, also von dem, was uns alles umgibt. Ich meine nur den Ursprung, das gelingt aber jetzt vielen nicht mehr. Also ich denke, dass wir ursprünglich. Also da habe ich ein bisschen Probleme deswegen, weil ich einfach, also ich nehme ja Menschen wie eine Frequenz wahr oder wie ein grafisches Muster und jetzt unabhängig, also ich meine, es hat Berechtigung, was du sagst mit diesen Giftstoffen oder auch die Frequenzen oder was da alles uns eingespielt wird, es verfälscht vieles oder besetzt uns. Ich glaube aber auch, dass du von deiner Grundveranlagung, jetzt sind wir wieder bei der Urfrage, ja, mit diesen Zellen, welche Affinität haben wir oder welche Konsistenz oder für was sind wir Experten. Ja, ich glaube, dass es eher manchmal grobkörnigere Strukturen gibt und feinstofflichere Strukturen. Ja, so wie es auch in der Oktave verschiedene Töne gibt oder verschiedene Wesensformen, ein bisschen niedriger entwickelt oder höher entwickelt. Also das glaube ich schon, dass es da Abstufungen gibt und dieses alle sind wir gleich und alle können das Gleiche. Wir müssen nur die Giftstoffe rausleiten oder so. Habe ich jetzt persönlich ein bisschen Zweifel.
Können viele anders auch sehen oder vielleicht sagen sie auch wieder, guck so an, diese Susanne, die denkt jetzt wieder, sie ist was Besseres oder die, ne, versteht, das will ich damit nicht ausdrücken. Aber du hast ja verschiedene Frequenzen, du hast ja auch in diesem weißen Licht sind ja alle Lichtformen eingebettet. Weiß jetzt gar nicht, ein Blaulicht ist ja, hat eine andere Welle als ein Ultraviolett, ja, zum Beispiel. Also da hast du ja in der Natur draußen auch diese Abstufungen. Also was ja wohl auch, was man auch feststellen kann, weltweit gibt es halt unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Also da gibt es schon auch Unterschiede, ne? Aber selbst auch klar hier bei uns, ganz klar gibt es unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Es war von mir nur so eine Vorstellung, wir leben ja gar nicht mehr in einer Welt, die uns dienlich ist, die wirklich menschenfreundlich ist, so, ne? Deswegen hatte ich immer so die Überlegung, ja, wenn das mal wirklich so ganz natürlich wäre und keine Belastung. Wir hatten ja auch im Vorgespräch gesagt, dass traumatische Erfahrungen, und wir leben hier in einem Gebiet, da gab es zwei riesengroße Themen, die Menschen höchst traumatisiert haben. Das haben wir alles in uns. Oder würde ich es mal um, mich würde interessieren, was wäre, wenn das alles aufgelöst wäre? Alles, was Menschen belastet, was bleibt dann übrig? Auch vom Fühlen, vom Denken, vom Wahrnehmen. Ich bin bei dir, wir sind nicht alle gleich. Es gibt auf alle Fälle Unterschiede. Ich bin auch gegen diese, ja, wir sind alle gleich, auch schon dieses Wort Menschheitsfamilie. Wir sind doch alle eine Menschheitsfamilie. Das Naja, ist wir auch so sind ein wie die Begriff. Zellen in dem Körper, klar, eine Familie, aber nicht jeder hat die gleiche Funktion. Eine Nierenzelle hat eine andere Funktion wie, was weiß ich, die Knochenzellen, ja. Das hat jeder eine, klar, sind wir eine Gemeinschaft, aber in unserer Unterschiedlichkeit. Eben. Und diese Giftstoffe, weil du jetzt sagst, ja, diese Organe sind ja belastet. Sie sind ja nicht in ihrer Urfunktion. Wenn die Niere komplett belastet ist oder die Leber eine Fettleber wird, weil sie vor lauter Gift fast in die Leberzirrhose oder sonst was geht, oder, ne, dann ist die nicht mehr in ihrem originalen Zustand. Sie ist nicht da, wo sie funktionieren könnte, in ihrem heilen Zustand. Ja? Also das ist das, was ja jetzt passiert. Es wird vieles außer Funktion gebracht in diesem Gesamtsystem der Erde oder auch, nehmen wir auch mal unser Land, ist ja vieles out of order momentan. Und man muss ja vorsichtig sein mit dem, was man heutzutage sagt. Ich habe dir ja auch gesagt, dass, glaube ich, dass hier dieses Land eine ganz wichtige Funktion hat und dass dieses Land aus diesem Grund torpediert auch wird. Ja, das ist so, wie wenn du, wie habe ich vorhin gesagt, einen Herzinfarkt herstellen willst, um dann vielleicht auch die ganzen Kapillargefäße oder alles im Surrounding quasi, in der Umgebung mitzubehelligen. Ne? Also, das ist auch das, was jetzt da draußen passiert im Osten, ist für mich nicht da, wo sich's abspielt, sondern das sind Dinge, die sich jetzt begleiten, vor allen Dingen bei uns in diesem Land abspielen. Also, da müsste ich jetzt konkreter werden, möchte ich aber jetzt in der Sendung hier vor allen Dingen auf YouTube nicht. Genau, aber wir tauschen uns ja darüber auch aus. Wir haben da halt auch einen ganz besonderen Blick drauf und es ja, Ja. man kann einfach nur mal Impulse geben, dass die Leute da selber mal ins Nachdenken kommen und diese, sag ich mal, Lügenmanipulation, die herrschen nicht erst seit dem C-Thema, ne? Also das geht viel, viel weiter Naja, zurück. es ist ja vieles eine Inszenierung, vielleicht nur so viel. Ich habe dir vorhin das Bild ge gesagt, ich habe gesagt, bei uns sind eine ganze Menge Dynamitstangen verlegt, die zur Zündung gebracht werden sollen. Also wo hier Zündungen provoziert werden von außen durch bestimmte Inszenarien im Außen, ja, wo hier der Infarkt vorprogrammiert ist. Und jetzt geht es darum, wie verhalten wir uns hier? Geben wir dem nach oder nicht, ne? Und Aber das leider, wäre, wie gesagt, jetzt eher gesellschaftspolitisches Thema dann jetzt, obwohl es ne? auch sehr wichtig ist, ne? Aber noch abschließend dazu, es ist natürlich auch vieles so konstruiert und ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, dass gewisse Entwicklungen für Jahrzehnte vor geplant werden. Das ist nicht wir selbst, wir planen vielleicht, ja, in 5 Jahren wünsche ich mir für meine Familie das und das, aber wir planen ja doch eher kurzfristig und das, was da im Außen passiert, ist schon über eine längere Zeit geplant, das können sich viele gar nicht vorstellen, das große Ganze zu erkennen, wirklich mal so weit in die Vogelperspektive zu gehen. Ja. Und viele denken ja, wenn man, sag ich mal, seine Stimme abgibt,
Dann, du weißt, was ich meine, ne? Immer regelmäßigen Abständen, dass man irgendwie eine Entscheidung mittreffen kann. Natürlich ist das auch immer vorgegeben. Und jetzt haben wir ja den blauen Schlumpf, sag ich mal, der genau diesen Dynamit zünden will, der bei uns Ja, steckt. jetzt komme ich mit blauer Schlumpf. Blauer Schlumpf. Ich habe ja das Jetzt war ich ein bisschen geblumen. langsam Ja, gerade. viele, gerade auch Ja, viele. es wurde aber ja vorher schon probiert, auch bei Ja. dem anderen Ja. Viele Weg, sogenannte Aufgewachte sehen jetzt den blauen Schlumpf als die Lösung. Und wenn man sich das anhört, was der blaue Schlumpf gerade von sich gibt, das ist erschreckend, weil das ja genau da reinspielt, was du sagst. ne? So lustig. Weißt du, wie blöd und bescheuert man hier eigentlich Videos oder Interviews halten muss, Das ist jetzt so damit man spontan. nicht gecancelt wird oder die Reichweite runtergeht oder so, Da ja. kann die, Das ist doch schon der Wahnsinn, oder? und Susanne, du bist ja auch die Meisterin für mich darin, die Dinge durch die Blume zu sagen. Ja, also viele kapieren es auch nicht. Die Aber sehen die. meine Videos oder Gedichte als oberflächliche Wissensinformationskanäle, aber wer so ein bisschen dieses Gespür hat, ne, oder telepathisch oder feinfühlig zwischen den Zeilen lesen kann, der spürt, was ich für Wahrheiten transportieren will, ne? Also das kommt bei mir immer wirklich sofort Ja, eins zu ich eins. sage immer, die richtigen Leute verstehen das, was wir sagen oder machen, ne? Genau. Und nochmal jetzt auf diese Ursprungsfrage, ne, das hat sich die Seele so ausgesucht, empfinden wir das wirklich so? Das ist ja die eine Sache, ne? Das kommt ja bei dir auch oft so bei den Themen in diesen toxischen Strukturen. Die Seele hat sich das ausgesucht, die Erfahrung zu machen, einen toxischen Ja. Partner zu Das haben, sagt aber oft, das hast du ja vorhin benannt, Silke, das sagt auch der Täter zum anderen, ja? Also er macht ihn ja mundtot damit, er macht ihn bewegungsunfähig. Er soll auf mea culpa machen, soll sich betrachten, soll bei sich arbeiten. Also ich bin nicht gegen innere Kindarbeit oder Traumaarbeit, um Gottes Willen. Ich habe ja hier auch genug Leute, die an sich arbeiten wollen. Das ist ja auch okay. Aber wo ich ein bisschen Fußpilz kriege in dem Fall, ist, wenn der Täter dann dich immer hindrückt, ja, du musst was an dir tun. Du gehörst ja in die Klapse, du bist ja nicht mehr normal, ja. Du bist schuld. Wenn du das Dilemma hier hast, dann guck dich doch an. Du hast es selber gebaut, dein Dilemma, ne? Oder dass die Menschen sich auch dann selbst einreden. Ich habe mir die Erfahrung ausgesucht, ich soll darüber Kraft sammeln. Oder ich habe mir das Ja. ausgesucht, um sich selbst auch da zu schützen. Aber ich frage mich dann immer, wenn man wirklich überzeugt ist, dass jede Erfahrung sich eine Seele ausgesucht hat, wenn man das wirklich mal bis in aller Konsequenz weitergeht. Also ich sage mal für mich, also ich habe mich jetzt schon seit 11 Jahren beschäftige ich mich mit den Themen im Außen, was da getrommelt wird, auch sehr tief in Kaninchenbau rein. Was da Menschen an Erfahrung machen müssen, ich möchte eigentlich gar nichts benennen, aber wo ich sage, ja, wir haben nun mal auch dunkle Kräfte hier, ja, die da mittrommeln und die vielleicht auch das mit ins Spiel gebracht haben. Die Seele hat sich das so ausgesucht, damit sie ihr perfides Spiel mit den Menschen und treiben. Und es gibt ja auch manche, die sagen, dass diese gewissen Kräfte sich von dieser Energie nähren, so, die dabei Ja, das erzeugt ist wird, ja um so, Übel zu dieses. erzeugen. Und es gibt wirklich ganz, ganz krasse Geschichten, die möchte ich hier gar nicht sagen, weil ich möchte niemanden da Bilder in den Kopf pflanzen. Aber ich kann wirklich mein Herz verschließen und mir ganz intensive, herausfordernde Sachen mich damit beschäftigen. Und deswegen gehe ich da einfach ein Stück weit nicht mit, weil auch das Böse da intensiv mitspielt. Und gerade ich habe zum Beispiel auch, ach Gott, vor einiger Zeit Gustave Le Bon, Psychologie der Massen gelesen. Das war ja alles noch so 1890 oder so hat er geschrieben. Und der hat auch immer, fand ich total interessant, von der Volksseele gesprochen. Das würde ja heute, oh Gott, das wäre ja heute total, also das ist einfach noch ein anderer Zeitgeist und ich kann da immer gut umschalten, so, und kann mir da wertvolle Impulse rausnehmen. Da frage ich mich, kann sich das denn auch eine Volksseele, ein ganzes Volk aussuchen, wirklich drangsaliert zu werden, mit Gewalt überzogen werden, ja, ermordet zu werden, kann Ich sich das. glaube auch da wieder, jetzt gehen wir in das Fraktal, das größer ist. Ich glaube auch, dass eine Region, ein Land eine bestimmte Aufgabe zugeteilt kriegt. Das suchst du dir nicht aus. Ja, du hast eine bestimmte Affinität in ein Thema hin oder eine bestimmte Stärke oder, ne? Und sicher soll das jetzt nicht arrogant wirken, aber ich glaube, dass wir hier in dieser Örtlichkeit schon eine sehr zentrale Rolle für irgendwas haben. Ja, und ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Vorhin haben wir ja drüber geredet. Ich glaube, der Lukas Becker war es mal. Mit dem Lukas habe ich mich unterhalten. Und er hatte eine Bekannte gehabt, eine Freundin, die war es erst, die kam aus Nepal, hat er erzählt.
Und die kam das erste Mal nach Deutschland und da war die ganz von den Socken, wo sie das erste Mal mit ihm auf der Autobahn war, weil da wurde, glaube ich, eine Rettungsgasse gebildet, weil da irgendwie ein Unfall war. Und die Leute sind auch teilweise sehr, ich glaube, sehr vorsichtig mit diesem Reißverschlussmuster. Also das hat alles geklappt auf dieser Autobahn und die war hin und weg und sie hat es noch nie erlebt und das, diese Rücksicht, ja, dieses für das Schwächere oder für den, der da Hilfe braucht, dass andere sich quasi schützend formieren für den Schwächeren. Ja, weil in dieser, gerade Buddhismus und ne, auch andere Glaubensrichtungen, da ist ja oft dieses Mitleid oder Mitgefühl nicht so vorhanden, weil sie sagen, ja, Karma, ja, hat er sich selber ja irgendwie zuzuschreiben. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Aspekt, das geht ja so ein bisschen auch ins christliche Motiv auch rein, für den schwachen Dasein, ja, diese Liebe oder diese Fürsorge dem Schwachen gegenüber. Ja, ich bin ja zum Beispiel auch, was Bibel angeht, ich lege ja Bibel anders aus, also wie man so in der Theologie so kennt. Viele sind für mich Metaphern, also die historisch vielleicht nicht ganz so stimmig sind, aber das ist ein Schatz von dem, was du da drin oft erkennen kannst. Und wenn du mal guckst, allein, dass diese Jesusfigur sich eigentlich nur, also in Mitgefühl den Schwachen gewidmet hat, den Verwundeten, den Bekloppten, ja, die besetzt waren oder sonst wie, da siehst du ja dieses Motiv in deiner Liebe, in deiner Fülle, in deiner Güte, dem anderen aufzuhelfen. Und das ist ja dieser große evolutionäre Prozess. Ich als starke Quelle, als Gefäß der Liebe oder der Heilung oder was auch immer du hast, ja, dem anderen in seinem Prozess aufzuhelfen oder in die Heilung zu bringen. Das ist für mich ein geniales Motiv, das da durchschwingt. Also ich bin ja sehr Jesus verbunden. Also ich bin ja im Gebet, das weißt du ja von mir, ja. Und das ist so der große Unterschied, der in diesem Land, sicherlich ist manches inzwischen verfälscht und verroht worden, aber vom Ursprung ist bei uns sehr viel, das siehst du ja auch so bei Ahrweiler und so weiter, da ist sehr viel Hilfe. Immer wenn, oder auch draußen im Ausland, wenn was passiert, die Deutschen spenden, die Deutschen suchen irgendwas zu machen. Das hast du ja oft so in dem Ausmaß, oft bei anderen Ländern, manchmal nicht, ne? Ich glaube nicht, dass wenn bei uns ein Rad umfällt oder bei uns irgendwas Schlimmes passiert, dass jetzt irgendwo im Ausland jemand kommt naja, man weiß es nicht, aber es ist bei uns schon ausgeprägt, dass wir oft helfen wollen und dem Schwächeren aufhelfen wollen. Aber teilweise wird das auch ausgenutzt und manipuliert. Das ist ja genau der Punkt. Es wird ausgenutzt. Das ist, du hast doch vorhin benannt, ja, sie nähern sich ja von was. Und indem ich den anderen klein drücke oder sag, halt die Klappe da drüben oder du hast Schuld oder denk an die 80 Jahre vorher, du hast überhaupt nicht das Maul hier aufzumachen, ja, kann ich den anderen ja klein halten. Also er wird ja apathisch. Ich kann über ihn verfügen, wie die Spinne, die den anderen eingerollt hat, klebrig und holt sich dann immer das, was sie braucht. Wir haben doch hier Ausverkauf. Was passiert denn hier gerade? Dieses Land wird doch ausgehöhlt. Und das ist ja das, wo die Zeit ist. Und ich lasse mich nicht, ich bin da unerschütterlich, ich bin da zuversichtlich. Es geht darum, diese Fäden, diese Spinnenfäden zu durchschneiden. Ich hatte gerade vor dir auch gerade eine psychologische Sitzung. Da war das genau das Motiv der klebrigen Spinne, die immer wieder versucht nachzurollen. Ja? Es geht darum, die Fäden zu erkennen, die eigene Bewegungslosigkeit zu erkennen, aber auch die Gnade für uns oder die Güte für uns zu zeigen. Für jeden anderen Affen draußen rum, der springt, würden wir helfen, aber wir müssen ja auch die Barmherzigkeit für uns selbst haben. Wir können doch nicht elendlich verrecken, weil wir jedem als Menschenopfer zur Verfügung stehen. Ja, ich kann zwar erst mal in Untergang gehen, das ist ja das, was wir hier sehen, aber auch jetzt zitiere ich wieder Neues Testament, wir haben die Auferstehung. Du hast die 3 Tage Dunkelheit, okay. Aber es gibt die Auferstehung wieder. Und die Deutschen sind in der Richtung, glaube ich, Auferstehungsweltmeister. Wir sind ja da, wir haben ja ganz schön viel von diesen Klopsen schon hinter uns gebracht als Übung.
Das ist meine Meinung, ja. Hm. Also wir brauchen die Güte für uns selbst. Deswegen gehe ich auch mit den Menschen, wenn ich mit denen arbeite oder wie jetzt, wenn ich vor 1000 Leute da fast in Kirchheim rede, dann werden die Leute immer auch der Trauer begegnen oder dem Schmerz. Manchmal laufen mir auch die Tränen auf der Bühne. Ja, was soll's? Dann ist es so. Ich spüre den Schmerz und die Trauer und das, die Tiefe, das Trauma hast du vorhin gesagt, von diesem Land auch. Ich spüre die Menschen, die vor mir sitzen. Ich spüre das Leid, ja. Und es gilt es anzuerkennen. Ich kann nicht sagen, ja, ihr Dumpfbacken, ihr seid alle ein bisschen blöd, weil ihr euch jetzt nicht meldet und kommt nicht in die Gänge. Ich muss doch auch mal erkennen, was da für ein Leid in den Menschen eingespeist ist, in jede Zelle. Genau, das, also genau, da, mir kommen auch gleich die Tränen gefühlt. Also genau, ich spüre das, Warum jetzt? ne, Was hat dich berührt? mich so berührt, weil ich genau das spüre im Feld, dieses Trauma. Ich spüre das einfach. Ich kann das auch nicht wegdenken oder mir schönreden. Ich spüre das einfach und ich denke, wenn das mal nicht aufgebrochen wird, wenn wirklich mal gesagt ist, warum ist hier so viel Trauer, so viel Schmerz, so viel Leid? Ja. Also nur dann, das hat doch was mit Auferstehung zu tun. Damit kommt die Auferstehung, wirklich das mal Richtig, aufzubrechen, was hier über richtig, dieses Land gelegt genau. wird. Das ist mir so ein Herzensthema, aber es ist noch aktuell noch nicht die Zeit dafür. Ja, Vielleicht. weil die viele für uns ja für die Bekloppten halten. Was will denn die mit ihrem Weltschmerz? Was will denn die von wegen Deutschland und was Leid? Und warum ist die nicht lösungsorientiert? Ich muss doch erstmal, wie habe ich jetzt im Sonntagsvideo gesagt, den Keller erstmal leer putzen. Ich muss doch mal die Leichen erst mal da rausziehen und an die Oberfläche bringen oder meinetwegen auch kompostieren da oben. Aber die haben doch nichts in mir verloren. Ich kann da unten erst einen Hobbykeller einrichten, habe ich gesagt, wenn ich das Ding durchschrubb und sauber mache und mir erlaube, meine Komposteimer hochzutragen. Scheißegal, ob die das jetzt gut finden oder nicht. Es interessiert mich nicht. Ich will hier sauber machen, in meiner Seele, in meinem Land, in meinem Körper. Detox ist ja, ne, durch die Lebensmittel, sagst du auch, ist ja auch nichts anderes als Entgiftung. Ja, wir Und dann dürfen auch. lasse ich mir nicht sagen von irgendwelchen anderen Leuten, du, das hast du dir selber rausgesucht. Ja, was hast denn du für einen Dreck da unten, für einen Unrat, für einen Müll? Und hinten schmeißen sie mir, habe ich auch in dem Video so gesagt, die faulen Müllbeutel in den Keller rein. Ja, ist eine gute Metapher. Ja, so ist es. Ja, und darum geht es jetzt. Das Leid und das, was Unrecht ist, was im Großen und im Kleinen Unrecht ist, zu erkennen und zu sagen, das ist extremst schmerzvoll und ich lasse mir nicht ständig von anderen Leuten sagen, dass das meine eigenen Müllbeutel wären. Oder dass ich ein Messi da unten bin. Nee, weil das, was uns eingeflößt wird, dieses Gift, um uns apathisch zu machen, das sind sehr häufig Einflüsse von außen. Ja. Und ich hatte dir auch im Vorgespräch gesagt, ich hatte mir ein Video angeguckt, ich will jetzt mal den Namen nicht nennen, wo es um diese Lieblosigkeit geht, die wir in der Gesellschaft haben und dass es wieder darum gehen sollte, mehr in die Liebe zu gehen und sich zu entwickeln und so weiter und so fort. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, das ist schön und gut, aber das ist ja nur ein Symptom. Er hat ja in keinster Weise gesagt, warum ist das so? Warum ist das gerade hier so? Das hat nämlich auch was mit den Traumatisierungen zu tun, mit der Richtig, das will ja Manipulation. keiner sehen, vor Deswegen. allen Dingen Täter, ich nehme es wieder in Anführungsstrichen, weil es darf man heute auch schon bald nicht mehr sagen, Täter, ja, aber die, sagen wir mal, Verursacher, ist vielleicht der bessere Ausdruck, ja, die Verursacher wollen nicht, dass du Leichen entsorgst, weil dann würde ja für alle sichtbar, was hier passiert ist, dass nämlich Mord und Totschlag passiert ist in der Vergangenheit. Aber ganz anders, als man uns erzählt. Ja. Also für mich war das hochtraumatisierend wirklich. Also was heißt hochtraumatisierend? Ich will mal sagen, hochemotional. Ich habe wochenlang geweint, jeden Tag. Ich war fertig. Ja, aber erzählt Ich es habe mal mich jemand so da draußen. berührt. Die denken ja, wir sind Balla-Balla. Das zu Du musst erkennen, auch aufpassen auf der Bühne, weil oft, wenn ich sehr, sehr tief berührt bin, dann laufen mir die Tränen. Das ist ja eher peinlich dann manchmal. Aber es ist halt so, weil der Druck, also diese Tränen, die kommen einfach von innen, ja? es ist auch Aber eine Normalo, der sagt dann ja, was mit der? Ist die sentimental, ist die hysterisch oder was ist mit der los, ja? Ich habe halt gelernt, dass Tränen eine emotionale Entgiftung sind und je mehr ich geweint habe, umso mehr hat es mich erleichtert.
Also umso Nee. mehr ist Ja. diese Traumatisierung oder diese Manipulation noch von mir abgefallen. Und ich bin auch mehr so in meinen inneren Frieden für mich gekommen oder die Dinge. Aber das hilft einem ja wirklich auch, die Dinge im Außen anders zu betrachten. Wenn der Schleier, dieser gewisse Schleier, der hier über uns liegt, wenn der sich lüftet, da kannst du die Dinge im Außen, die passieren, ganz durch eine ganz andere Brille sehen. Du kannst Das ist die ja Dinge klar. ganz anders zusammenfügen. Und dann gibst du dir zum Beispiel auch nicht den Pieks. Dann lässt du dir auch keine Angst machen in dieser gewissen Zeit. Also so ging es mir so, weil ich gewisse Dinge erkannt habe für mich persönlich, gewisse Dinge zusammengeführt habe. Also da habe ich dann eben einfach auch eine Entscheidung für mich getroffen und habe mich nicht in die Angst bringen lassen. Aber ich bin ja eh auch, was Gesundheit angeht und gewisse Maßnahmen, Prävention, bin ich ja eh schon ganz anders aufgestellt. Aber da habe ich auch für mich gewisse Dinge erkannt, was viele, die vielleicht, also ich hatte auch das Gefühl, alle, die ich kenne, die sich mit, sagen wir, mit dem gewissen Schleier schon beschäftigt haben und den schon für sich lüften können, da hat keiner daran geglaubt, an dieses C-Thema. Das Ja, kann. wobei inzwischen, Silke, ich sehe es inzwischen von einer höheren Warte. Ich habe vielleicht vor ein paar Monaten hätte ich noch genau vielleicht so argumentiert wie du. Ich sag mal, es gibt einen höheren Plan, es gibt einen weisen Plan und das, was hier passiert, ist Erntezeit. Also es wird ja, wie habe ich ja schon oft zitiert, Spreuweizen machen wir ja schon bald nicht mehr hören, weil schon so oft benutzt wird das Bild. Aber wer weiß es denn, ob dieses auch nicht Art Tests waren? Wie beantwortest du die Frage? Sie wurde ja dreimal mindestens von den Menschen beantwortet. Sie haben eine Prüfungsaufgabe gekriegt. Einmal kann man sagen, okay, ich bin da reingerumpelt oder der Druck war hoch oder ich, ne, oder sonst wie. Aber wenn ich dreimal was gefragt werde und ich bejahe das und ich lass mich ein auf diesen Deal, ist eine Entscheidung getroffen worden. Und was wissen wir denn als kleine Denkwürmchen hier, warum es diesen Scheideprozess gerade gibt? Wissen wir das? Nee, das ist dann nochmal eine Metaebene drin. Maßen wir uns an zu sagen, ja, die hätten sich vielleicht anders entscheiden müssen, wenn und überhaupt. Und, ne, und inzwischen lasse ich da los. Die Dinge haben sich gefügt. Die Menschen haben in einer eigenen Entscheidung einen Weg getätigt. Dreimal, hast ja oft auch in den Märchen oder in der Bibel taucht es oft auf, dreimal wird eine Frage gestellt oder drei Prüfungen, ja. Also das ist dann kein Zufall mehr, wenn ich mich für diesen Weg entschieden habe. Und so denn es diese göttliche Ordnung gibt, ist das vielleicht ein Scheideprozess, den wir zwar betrauern, aber der, wenn wir später drauf gucken, den wir erkennen als etwas, was so sein musste. Ja. Vielen Dank für deine Gedanken dazu. Na, das ist ja auch das Schöne bei uns. Wir plaudern ja oft miteinander. Du hast dann oft mal Denkansätze, ich habe andere Denkansätze und wir haben noch nie Reibereien gehabt. Das ist, ne, das war, es ist ein gegenseitiges Befruchten, es ist immer ein gegenseitiges Weiterentwickeln. Also deswegen schätze ich diese Gespräche mit dir ungemein. Ich bin ja oft manchmal ein bisschen kärglich, was angeht, in Interviews anzunehmen, ne? Weil ich immer sage, ich möchte es runter minimieren auf die Menschen, die ich persönlich kenne und schätze. Ja? Und das mit dir ist immer also ist eine wunderschöne Begegnung, auch wenn du mich hier besuchst oder ja, bin ich auch sehr dankbar für. Ja, ich schätze dich auch sehr, deine Arbeit und gerade auch der private Austausch ist natürlich dann nochmal so ein bisschen anders, als wir können ja hier nur durch die Blume reden, aber es ist einfach so schön, da auch im Geiste und im Herzen Verbündete zu haben, ne? Und auch da mal ganz klar reden zu können, auch mal weinen zu können. Und ja, ich bin ja auf der Suche nach der Wahrhaftigkeit, nach der Wahrheit. Und da gibt es für mich kein Ego oder ich habe recht. Ich will wissen, was wirklich ist. Und dann kann ich auch von Dingen, die ich mir vielleicht so zurechtgelegt habe oder die kann ich davon kann ich auch wieder loslassen. Es ist nichts in Ja, Stein. es geht ja auch langsam, Silke, um Akzeptanz. Wir müssen das nicht gut finden, was die anderen tun und machen. Teilweise ist es auch verachtenswert, was sie teilweise ethisch treiben. Aber ich kann es inzwischen akzeptieren als etwas, was als andere Seite eben vorhanden ist. Ich hadere nicht mehr damit. Ich versuche keinen zu missionieren. Kann zu überreden. Ich vermeide auch Gespräche, wenn ich sage, okay, der andere hat die Meinung, dann lass ihm die, ne?
Weil wir ja auch dann viel, viel Kräfte sonst auf der Straße lassen würden, wenn du ständig meinst, du musst einen anderen von was überzeugen, weil du glaubst, ne, wir haben die Wahrheit gefressen oder so, ne? Man kann eigentlich nur Ist Impulse geben. Selbstverrat. Man kann eigentlich nur Impulse geben, Denkanstöße oder so, wie du es einfach auch machst, so durch die Blume. Und da kann sich jeder das annehmen oder nicht. Ne? Du willst ja keinen missionieren oder überzeugen. Du Ja, sprichst einfach für ich immer. versuche es immer so zu erklären, wie ich es fühle und Gott sei Dank noch bis jetzt leben kann. Man kann ja nie wissen, was passiert. Ja, es wird ja ganz viel auch im Hintergrund aufgegraben, Menschen zu erpressen oder Menschen zu manipulieren. Ich habe sogar meinen Menschen gesagt da draußen, der Community, ich wiederhole es hier nochmal in aller Deutlichkeit. Wenn die Menschen fühlen würden, die Susanne dreht sich um 180 Grad aus irgendwelchen unergründlichen Gründen, ne? Die rote Linie, ich verlasse meine rote Linie, meine ethische Linie. Dann gebe ich meiner Community die, habe ich die Bitte, glaubt mir kein Wort. Das mache ich präventiv, weil ich weiß nie, also ich habe ja teilweise auch Leute früher in der Politik begleitet, also in hohen Jobs und so weiter. Und ich weiß, dass wenn die was finden wollten, ja, was sie gegen dich richten können, irgendwo aus der Vergangenheit oder irgendwas, dann finden die was. Du bist auch erpressbar. Wenn die jetzt mit meinen Kindern, dann wüsste ich doch auch nicht, wie ich reagieren würde, ja? Dass ich sage, ich muss jetzt was anderes sagen, damit ich jemand schützen kann. Ja, deswegen wiederhole ich das immer wieder, wenn ich meine rote Linie total verlasse und irgendwo jetzt komplett was anderes sage, wo jeder mit einem gesunden Bauchgefühl merkt, da ist was im Busch, dann nicht mir glauben. Ja, ich kann mich erinnern, dass du das gesagt hast. Und ich denke, so die Hochsensitiven würden das sofort spüren, wenn Die sich würden das spüren, dass was faul ist. Da gibt es ja bestimmte Herrschaften, auch einen berühmten Sänger, du weißt, wen ich meine, der da plötzlich von der Bildfläche weg ist mit einer Rede, wo du gesagt hast, da haut doch gar nichts mehr hin. Was war das denn? Das ist ja wie abgelesen. Das war ja nie mal diese Persönlichkeit, die sehr ethisch war oder auch im Glauben war und so, ja. Da merkst du, dass was passiert ist. Da weiß jeder, da ist was faul. Da waren externe Kräfte dran und haben da jemanden versucht zu zermalen. Ja. Und es ist wichtig, dass die Menschen das da draußen wissen. Und deswegen brauchen wir dieses natürliche, intuitiv, hochspirituelle oder wie gesagt, ich habe da gesagt, ich habe gar keinen Namen dafür, ja. Aber dieses Gefühl, ist es wahrhaftig oder ist es nicht wahrhaftig? Ja, ich danke dir, liebe Susanne, für deine Zeit. War wieder sehr berührend auch. Also unsere Interviews berühren mich immer und geben mir auch noch mal so Ansätze zum Weiterdenken, noch mal eine Metaebene weiter rüberschauen. Da bin ich dir immer sehr dankbar für deine Impulse, liebe Susanne. Ja, sehr schön, ja. Ja, und ja, an die Zuschauer gerne eure Gedanken dazu und das Video. Wie gesagt, ihr findet auch unter dem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar die Plattformen, wo ihr Susanne findet. Und ja, Susanne, dir alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Für mich wirklich, du bist wirklich eine der wenigen, die ich wirklich schon seit längerer Zeit immer, immer sehr wertschätze durch deine Impulse. Ich resoniere sehr mit deiner Arbeit und das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank, vor allem auch, dass du dir immer Zeit nimmst für mich. Und hier meinen YouTube-Kanal. Ja, Danke. alles Liebe, alles Gute euch, ganz viel Mut, ganz viel Zuversicht, ganz viel Anbindung und Erdung. Da haben wir auch gesagt, das ist heute wichtiger denn je, wirklich selbst sich anzubinden, sich selbst zu erden, ohne dass sich jemand dazwischen schaltet, wirklich wieder zu sich selbst zu finden. Das wünsche ich euch. Ganz viel innere Kraft. Bis bald, ihr Lieben.